Mein wunderschönes Traumhaus. Barbie und Kens Traumhaus. Yay, yay. Okay, jetzt kann ich immerhin wieder rennen. Buff. Da liegen immer noch die Leichen rum. So. Also die Pilze und die Blumen, die haben wohl 0,1 Gewicht. 0,1 Gramm oder sowas. So, wo ist denn unser Ziel? 70 Meter entfernt. 50. Oh, ist hier was Cooles? Nichts Cooles, was ich mitnehmen kann. Für mein Traumhaus. Kommt Leute, spenden. Spenden für mein Traumhaus. War ich hier nicht schon mal drin? Hier kommt unheimliche Musik, so. Aber ich habe immer noch die Minigun ausgerüstet. Ich will eigentlich mal was anderes. Waffen, Kleidung, Kleidung, Waffen. Meine Lieblingspistole. Oder ich... Repetierergewehr. Ja, ich nehme die Pistole. Oh, hier ist sogar ein Safe. Das Schloss sieht stabil aus. Nein! Oh, eine Kamera. Plastikschein. Bierflasche. Rotes Halstuch. Nee, ich hab schon eins. So, komische. Eine Leiter. Zigarettenautomat ohne Zigaretten. So, irgendwie sind die beim Fernsehgucken oder beim Radio hören, wurden die irgendwie gerüstet. Oder sowas. Na gut. Was gibt's denn hier oben? Wahrscheinlich muss ich hier sowieso hin. Mein Ziel ist nämlich nicht weit entfernt. Mac and Cheese, lecker. Oh, ein Globus. Nee, den lasse ich da. Da muss ich rein. Nee, da gehe ich aber nicht rein. Ich... Oh! Was macht er mit der Puppe im Bett? Typ, gemütliches Kissen. Ja, das nehme ich mit. Ich brauche ein Kissen für zu Hause. Machen wir zu. Niemand soll diese Puppe sehen. Kaputte Lampe. Oh mein Gott, was? Was? What the fuck ist das denn? Ernsthaft? Das ist jetzt sehr strange. Naja, da hatten wieder Leute Spaß. Komm mal rein. Hallo Commonwealth. Okay, ist doch nicht mein Ziel. Hier ist ja nichts mehr. Ich spring mal hier runter. So. Ich muss wieder hier hin. Ah ne, den habe ich schon ausgezogen. Da ist den Drachen, habe ich auch schon ausgenommen. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Hallo! Mach keinen Aufstand. Was? Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. ich bin auf meiner Seite.
Ich bin auf meiner Seite, Garvey. Das ist schade. Im Commonwealth kann man nie genug von... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, wir würden dir was schulden für deine Hilfe. Du hast es dir wohl verdient. Keine Smaragde, aber das muss reichen. Ich nehme, was ich kriegen kann. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary. Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Was tun? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Oh mein Gott, alte Hexe. Rede weiter. Okay, ich höre. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Ja. Er lebt. Wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht mal, wie der überhaupt hieß. Ah, Sean. Wo ist Sean? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City. Okay. Aber ich muss jetzt zu zwei Orten. Wo soll ich denn zuerst hingehen? Was ist in Diamond City? Ist Sean dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Oh. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Press. Irgendwann sterben wir. Ich hab doch Camps. Irgendwo. Irgendwo hatte ich Camps, ich hab die abgelegt. Aber ich hatte eh nicht drei. Ich hatte, glaube ich, nur eins oder so. Egal, ich probiere das mal. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Sei ruhig und geh. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann es Frankreich alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Yay, der will gehen, los, irgendjemand? Nee, also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Ja, okay. Beweg dich. Komm schon, Waschlappen, steh auf. So, wir gehen raus, wir gehen raus. Guckt nicht auf die Leichen, das war ich nicht, das war der da. Soll ich den jetzt hinterherlaufen? Wir sind direkt hinter dir, Boss. Oh, da kommt sicher was. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Guck mal, diese Waschlappen hier, die bleiben da einfach stehen. Kommt schon, lauft. Oder ich schieße auf euch. Lauft. Keiner bleibt hier zurück. Zumindest nicht lebend. eine Kiste. Was ist denn da drin? Nix. Toll. Toll. Und was ist hier drin? Hier habe ich schon ausgeräumt. Oder? Kronkorkenvorrat. Ja, dann nehme ich alles mit. Ja, wartet auf mich. Ich komme. Ich räume nur noch eben die Häuser aus. Ja, hier geht's nicht.
beschütze euch. Oder, also, das ist nur eine Pflanze. Ich dachte, hä, da hängt jemand. Da hängt niemand. Komm, wir warten auf den Bus. Kommt alle... Ihr entfernt euch von mir? Ah, nee. Mann, die laufen so langsam. Entschuldigung. Keine Sorge. Ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Ich komm mit. Oh, wir kommen an mein Traumhaus vorbei. Ich muss euch mein Traumhaus zeigen. Da können wir alle drin wohnen. Und es gibt zwar nur einen Raum, der bedacht ist, aber... Ich behaupte, dass ich diesen alten Artikel am Arsch des Commonwealths vermissen werde. Okay. Falls du von hier kommst, das war nicht böse gemeint. Ich komme von hier, Mann. Wer war das? Du da? Das war mein Zuhause. Wo gehen wir hin, Marcy? Keine Sorge, June. Bleib einfach bei mir. Es wird alles gut. Oh, okay. Jammerlappen, Jammerlappen. Lauf. Hier, da, guck mal, das Tier habe ich getötet. Ist voll eklig. Düm, 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 düm. Rakete. Tankstelle. Hier ist mein Traumhaus, Leute. Kommt alle, kommt. Das ist mein Traumhaus. Da hinten. Und das ist das Outdoor-Zelt. Habt ihr das gesehen? Ich sollte wahrscheinlich hier mein Haus bauen. Ich glaube, ich habe gerade mein neues Feriendomizil entdeckt. Deine Vorstellung vom Paradies, was, Sturges? Könnte gutes Zeug drin sein. Aber gehen wir zuerst nach Sanctuary. Was? Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Ihr wollt mein Haus beklauen? Ich habe da noch nicht mal Wertsachen drin, außer in dem einen Schrank, aber den dürft ihr nicht aufmachen. Der eine Schrank. Oh, vielleicht kann ich zu dem einen Schrank schnell hingehen und diese Kram rausholen. Ich möchte den Kram haben. Ich gebe dir dafür Mac and Cheese. Ja, sowas. Einen Kuchen. Ja. Das reicht. So. Nö, 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 nö. Es geht weiter, es geht los. Muss ich überhaupt mit denen mitlaufen? Die sind so langsam. Aber ja, zusammen ist man weniger allein. Ich glaub's ja nicht. Das ist das Denkmal für die ursprünglichen Minutemen. Ich wusste, dass es irgendwo in der Gegend um Concord ist. Das bedeutet, dass das die Old North Bridge sein muss. Dort fielen die ersten Schüsse der amerikanischen Revolution. Oh mein Gott. Ich würde sagen, das ist das beste Omen, ja, seit wir guckt hier auch nicht haben. Hin. Ich habe keine Ahnung, wovon nicht hingucken. Du redest, Boss, aber ich finde es schön, dass du dich darüber freust. Oh, ist das ein Geheimweg? Nö. So, ich gucke, ob die Brücke sicher ist. Da, 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 da. Oh, ich kann sogar hier was bauen. Ach so. Wie, ich baue für euch was oder was? Das finde ich jetzt verwirrend. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Also muss ich eigentlich hier bauen, oder was? Kann ich das für... Ja, ich muss eigentlich hier bauen. Was ist denn das da? Schrotten, ja. Verschrotten das Auto. Okay, dann baue ich halt hier mein Traumhaus. Ich hole mir Stahl von überall. Keramik. Oh, da kann ich meine Badewanne bauen. Hi. Was war das?
Oh mein Gott, eine Patte, eine. Was? Ihr schießt da mit Laserpistolen drauf? Das arme Ding. Ganz viel Holz. Oh, kann ich das alles verwerten? Wow, da kann ich ja mein... Wow. Hier könnt ihr eure Häuser bauen, Leute. Wir können hier wohnen und glücklich werden. Was ist denn das? Ein kaputtes Dingens. Patrone. Oh, Patrone will ich haben. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Hey, naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Was denn? Ich hoffe, das ist okay. Ja. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und genau darum geht es bei den Minutemen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Okay. Nee, die mag mich eh nicht. Die guckt meine schon Meinung so dazu? Böse. Wir sollten in Bewegung bleiben. Nicht gut, wenn die Raider kommen und wir festsitzen. Ich bin immer in Bewegung. Okay, ich soll irgendwo helfen. Oh, hier ist irgendwie noch eine Werkstatt. Oder kann ich eigentlich mein Haus neu aufbauen? Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Ja. Die Oma wird es schon vorher sagen. So, wo ist mein Roboter? Hallo. Das ist doch mein Haus, oder? Bist du bereit für etwas Arbeit? Nö. Bin ich nicht. Wo ist mein Roboter? Hier ist irgendwo irgendwas. Ach so. Okay. Ihr lasst euch hier nieder. Wo ist denn mein Haus nochmal? Ich weiß es nicht mehr. War das das? Nö. Oder ist denn mein Roboter nicht einfach weggegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich will aus dem Fenster springen. Mann. Okay. So. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Er hat gesagt, ich soll irgendwo aushelfen. Brauchst du was? Ja. Infos. Ich brauche Infos, Mann. Hör auf, mich zu ignorieren. Okay, dann rede ich halt mit dem Typen hier, der hier im Schrein hat. Nee, das ist dieser Jammerlappen. Wo ist denn der andere? Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher Hallo. Zu uns kommst. Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja. Zur Kosmos. Ich liebe Arbeit. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Mondschal, Riesenschal. Sehe ich für dich wie ein Schreiner aus? Ich weiß nicht, wonach du aussiehst. Du meintest, du willst helfen. Betten bauen ist das, wobei wir Hilfe brauchen. Nee. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Heavy, was? Ich weiß nicht, was er meint. Hier habt ihr doch ein schönes Dach. Okay, ist ein bisschen löchrig, aber... Okay. Ich verwerte das.
Haha, kann ich das verwerten, auf dem er sitzt? Nee, schade. Unter seinem Po wegverwerten. Das funktioniert eh nicht mehr. Machen wir mal hier reinen Tisch. Hey June, läuft es einigermaßen? Oh. Tja, ich glaube schon. Wenn ich aufstehe, sage ich mir, du musst einfach nur den Tag überstehen. Du hast einiges erlebt, Mann. Yay. Schlimme Dinge. Sag einfach Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, okay. Hey, ich weiß, dass ich ein bisschen durchhänge. Und ich versuche wirklich, mich zu bessern, ja. Bessern. Ja. Ich weiß halt nicht, was der jetzt von mir will. Will er, dass ich das ganze Haus neu baue? Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Kümmer dich um deine Sachen, dann wird schon alles laufen. Sind wir Roboter? Okay. Danke, Stitch. Ach, Roboter, warte. Danke, dass du nachgefragt hast. Na klar. Geht weg. Wir passen aufeinander auf. Immer. Hallo. Kotsch. Willkommen zurück, Mel. Hallo. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja. Okay. Wir brauchen Betten. Nee, das ist Klo. Ich mach dir hier gleich ein Bett hin. Dann kannst du schlafen. Und morgen ist ein neuer Tag. So. Und ich baue dir ein Bett hin. Ich baue dir jetzt ein Bett. Ja. Ein tolles Bett. Ein wunderschönes Prinzessinnenbett. So. Schön, oder? So, baue Schlafplätze für Siedler. Hier ist ein Bett. Ein Zimmer. Soll ich hier auch ein Bett hinmachen? Oder hier hin. Aber das war eigentlich das Bad. Na egal. Ich mach mal hier so ein provisorisches Kinderbett. Nein, du gehst da jetzt nicht hin. So. Hier ist auch noch ein Bett, da wo du sitzt. Steh da mal auf, damit ich den Stuhl wegmachen kann. So. Oh, ich brauche noch Stoff. Hat jemand noch Stoff dabei von euch? Herd. Ach. Ich mache hier einfach alles weg, so. Ihr kriegt auch keinen Herd, das funktioniert eh alles nicht. Dann haben wir hier mal Ordnung und Asbest? Da war Asbest drin. Soll ich da noch ein Bett hinmachen? Du nervst. Ich will dein Bett. Ja, danke. So. Mache ich hier noch eins hin. Könnt ihr schön zu dritt nebeneinander schlafen. Und dann mache ich noch. Mist, ich habe keinen Stoff mehr. Ja, ich muss noch irgendwo hin und Stoff besorgen. Was ist hier los? Nee, kein Stoff. Immer noch kein Stoff. Was ist denn das hier? Holz. Da drinnen muss doch irgendwo Stoff sein. Was ist denn das? Ah, ein Feuerzeug. Na egal. Ich verwerte mal alles, was hier so rumliegt. Aluminium. Ah, deshalb gibt es diese Aluminiumdosen manchmal. Jetzt weiß ich es langsam. Ja, Herd verschrotten, alles puff.
Ich brauche eigentlich Stoff. Oh, Schränke. Holz. Super. Hä? Oh, jetzt kann ich ein Bett hinbauen. Ja, Moment, Moment. Okay, baue ich halt hier eins hin. Oder... Nee, hier war mal Dusche. Hier ist gemütlich. Kommt halt erstmal hier an die Seite ein Bett hin. Jetzt aber 100%. Sprich mit Storkes. Ihr habt jetzt super Schlafplätze. So. Oh, Holz. Dim, 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 dim. Schön. Was ist das da? Keine Ahnung, ich verspotte es. Wagenheber, na egal. Powerrüstungsstation. Okay, da sollte ich die vielleicht aufladen, oder? Oh mein Gott, sie legen sich alle in meine Betten. Schön. Wie soll ich denn mit dem sprechen? Der schläft. Sturgis. Barauf, Mann. Ich muss mit dir reden. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Je. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Was? Das Wasser aus dem Fluss reicht euch wohl nicht, was? Es ging bisher, aber das Wasser an der Oberfläche sollte man nicht ständig trinken. Wir brauchen nichts Außergewöhnliches. Ein Brunnen oder zwei sollten völlig ausreichend sein. Brunnen? Wie soll ich denn Brunnen machen? Roboter? Wie kriege ich Brunnen her? Ich brauche einen Brunnen. Ressourcen. Wasser. Keine Ahnung. Oh. Wasseraufbereiter. Oh, okay. Wasserpumpe? Also ist das, reicht das schon? Wo stelle ich das denn hin? Wo ist denn das? Hier hin? Ui! Wo mache ich den nächsten hin? Da, woanders hin, oder? Egal, der kommt halt einfach so hier. Yay, ein oder zwei. So, jetzt habt ihr eure Brunnen. So random eine Pumpe hingestellt. Reicht das? Wach auf. Wach. Sturgis. Wach auf. Wach. Ich hab die Brunnen gebaut. Innerhalb von 10 Sekunden? Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, dann müssen wir nicht was so anbauen. Viel. Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Okay. Habe ich Saatgut? Läden. Keine Ahnung. Essen. Oh. Flaschenkürbis. Wächst das hier in unserem Supergarten? Nö. Nö, den lasse ich. Ich mag den Ahornbaum. Oh, das hier wächst hier. Klingenkorn. Wunderschönes Klingenkorn. Könnt ihr gleich hier hinter dem Haus haben. So. Das wächst nicht. Sonst wächst hier ja nichts. Das ist ja doof. Achso, ich habe keine Pflanzen dabei. Okay.
verwirrend. Wo kriege ich denn Pflanzen her? Gute Frage, nächste Frage. Ja, weg mit dem... Hä? Oh, ich habe... Habe ich jetzt das Ding hingepflanzt? Was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ein Spielplatz! Hinter dem Zaun ist ein Spielplatz! Weg damit! So. Okay. Hundehütte. Weg damit. Oh. Hier gibt es keine Zäune in unserem Dorf. So. 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 Oh, was ist denn da? Hier brennt Licht. Aber wo baue ich jetzt oder wie baue ich denn jetzt Sachen an, wenn ich keine habe? Wo soll ich die dann hin tun? Ich habe ja nichts mehr zu essen. Ich weiß nicht. Muss ich schauen, wo ich noch was zu essen finde. Na gut. Okay, das war's erstmal. Ich werde dann... Oh ne, die werde ich verwerten. Ich werde dann das nächste Mal gucken, wo ich Wasser, nicht Wasser, aber Essen herbekomme. Wer macht denn hier ein Radio an? Was soll das? Wollt ihr hier Leute anlocken? Hä? Wo ist das Radio? Wo ist dieses bescheuerte Radio? Da! Reicht. Ausmachen. So. Ich habe bis zum Morgengrauen hier gearbeitet. Das ist komplett zerstört. Okay. Ja, da können wir dann noch bauen. Da kann man sich ja ewig bauen. Toilette. Da kann man ewig bauen. Kochstation.
die Straßen mal frei sind. Nächsten Mal dann weiter.